Oh Mann, oh Mama! Müssen wir jetzt wirklich hierbleiben zu Hause? Ich bin traurig, wir finden irgendeine andere Lösung. Oh nein, wir finden gar keine Lösung. Mama, wir müssen zu Hause bleiben und ich habe gar keine Lust. Ich muss mir dringend Ohrschützer kaufen, ich halte diesen Lärm nicht mehr aus. Ja, hallo, wir nochmal, Familie Vogel. Ja, sie haben es angekündigt, aber wir haben den Flug verpasst. Bitte, also die Kinder sind echt traurig und wenn sie jetzt nichts haben, wir bezahlen natürlich auch extra dazu. Hm. Ich sehe mal, was man da machen kann. Ach ja, da ist was. Okay. In 4 Stunden ein Flug mit Zwischenstopp. Ansonsten können wir Ihnen da leider nichts anbieten. Mit Zwischenstopp? Überhaupt kein Problem. In 4 Stunden, ne? Ja, das ist ja super. Klappt das auch mit den Koffern noch oder sind die schon im anderen Flug? Naja, egal. Gut, wir nehmen auf jeden Fall das mit dem Zwischenstopp. Das wird die Kinder auch freuen. 2-mal fliegen ist ja auch dolle. Puh, der Urlaub ist jetzt hoffentlich doch noch gerettet. Papa, das kann doch nicht sein. Oh, Papa, ich will nicht zu Hause bleiben. Bobo hat sich auch schon so gefreut. Ja, Bobo kann sich auch noch weiter freuen, Emma, weil ich habe noch einen Flug gefunden. Yes, Papa, yeah. Super! Kinder, ganz ruhig, wir sind hier am Flughafen, seid mal ein bisschen ruhig. Und eine kleine Überraschung habe ich auch für euch. Was und zwar, denn? Wir fliegen 2-mal sogar heute mit Zwischenstopp. Ja! Papa! Gut gemacht, Papa! Papa, du bist der Beste! Juppie, es geht los! Ja, es geht los! Ich bin vorne sitzen. So, hier einmal Familie Vogel, 5 Personen. Freut mich, dass das geklappt hat. So, Familie Vogel, dann dürfen Sie jetzt auch ins Flugzeug. Hier entlang, bitte. Ich sitze am Fenster! Aber Julian, alle Plätze sind am Fenster. Ach so. Bist du blind? Nein, ich habe es einfach nur nicht gesehen. Aber ich sitze am Fenster! Emma, wollen wir uns hier vorne hinsetzen? Gleich nach ganz vorne in die erste Reihe? Ja, Mama! Und fliegen wir schon! Ach nee, wir stehen ja immer noch hier. Ich sehe den Flughafen. Ach so, es geht noch gar nicht los. Na ja, gut. Herr Vogel, Sie können sich dort hinsetzen. Der Platz ist noch frei. Ach, wenn Sie nur wüssten, was wir für einen Tag hinter uns haben. Also, wir haben Urlaub dringend nötig. Oh, irgendwie fühle ich mich ganz komisch. Ich bin ja auch noch nie geflogen. Vielleicht ist das Flugangst, dieses Gefühl da in meinem Bauch? Dann bitte ich einmal um Ihre Aufmerksamkeit. Es wollten die Sicherheitshinweise. Während des ganzen Flugs ist das Rauchen verboten. Behalten Sie während dem Start und während der Landung Ihren Sitzgurt ab. This is the cabin crew. Cabin crew, please get ready for takeoff. Check 1, check 2. Oh, ready for takeoff. Mama, ich habe gar nicht verstanden, was der gesagt hat. Ach Emma, die versteht man im Flugzeug sowieso nicht. Mach dir keine Sorgen. Oh, es geht los, wir starten. Hanna, Mama, Papa, oh, Emma, wir starten. Ja. Juppie, oh. Es geht nach oben. Das kribbelt immer. Sehr geehrte Reisende, wir haben die Zielhöhe von 10.000 Metern erreicht. Wir beginnen nun, das Bordessen zu servieren. Dafür gehe ich einmal rum und nehme Ihre Bestellungen auf. Oh, ich glaube, ich sollte lieber was essen, weil sonst denkt Mama, dass mir schlecht ist. Und vielleicht ist es ja auch gut, wenn ich was esse. Dann wird mir vielleicht besser. Einmal das Kindermenü für mich, bitte. Na, Hanna, wie ist es zu fliegen? Ist doch toll, oder? Ja. Also ich liebe doch diese Höhe und das Flugzeug. Ab und zu wackelt es ja auch. Ganz ehrlich, ich finde das eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Ja. Oh Mann, wie soll ich das schaffen? Das Kindermenü ist riesig. Und irgendwie fühlt sich mein Bauch so komisch an. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Hey, Julian, was sagst du? Gefällt dir der Flug? Nein, ich hab nicht gepupst. Naja, ich glaube, dein Bruder ist am Schlafen, Hanna, oder? Hört sich so an, tief und fest. Naja, willst du dann den Apfel hier essen? Eigentlich mag ich ja total gerne Äpfel. Aber jetzt bin ich schon so voll und mir ist immer noch so komisch im Bauch. Aber wenn ich den jetzt nicht nehme, dann merkt Papa das. Also, ja, ich nehme den Apfel. Soll ich den noch schneiden oder irgendwie sowas? Nein, Papa, ich esse den einfach so. Mama schläft. Papa schläft, Julian ja sowieso und Emma glaube ich auch. Ich gehe glaube ich mal auf die Toilette. Oh, ist auch nicht besetzt und keiner merkt's. Jetzt geht's mir schon besser. Puh. Hanna, alles in Ordnung bei dir? Alles gut, ich war auf Toilette, Mama. Ach so, dann setz dich hin und schneide dich wieder an. Ich glaube, ich fühle mich schon viel besser. Ich glaube, das war doch keine Flugangst, sondern vielleicht lag's an der dicken Pizza, die ich gestern Abend noch gegessen habe. Was ist das für ein Geruch?
Oh, oh mein Gott! Was ist hier? Warum riecht das im Flugzeug so? Hilfe! Ich muss hier raus! Ich glaube, das Flugzeug stürzt ab oder so! Was ist das für ein Geruch hier? Das stinkt hier voll! Oh, was ist das denn? Mama, ich bin vom Stuhl hier gefallen! Oh, Mama, ich kann nicht mehr aufstehen. Was? Julia, was ist mit dir los? Mama, riechst du das nicht? Was ist denn da vorne los? Und die gucken da gerade in die Toilettentür rein. Hoffentlich fliege ich nicht auf. Oh Gott, was ist denn hier passiert? Das ist doch... Sehr geehrte Fluggäste, es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Toilette für Weiteres geschlossen bleibt. Oh nein, ich hoffe, das war nicht meine Schuld. Mist. Oh, dieser Geruch, der ist nicht von dieser Welt. Oh, wie geht das nur? Oh, Papa, Hanna, hier riecht das ja genauso schlimm. Oh, das ist ja unfassbar, das heizt man ja gar nicht aus. Was ist denn los? Das wissen wir auch nicht so genau, aber alle Reisende beklagen den üblen Geruch an Bord. Das müssen wir dringend beheben. This is the captain speaking. The Levitron is out of order. Can somebody make a statement? Ich muss mit Ihnen sprechen. Also, es tut mir leid. Ich war das mit der Toilette. Och, Kleines. Geht's dir aber wieder besser? Das sah gar nicht gut aus. Ja, also, ich hab's extra nicht gesagt, weil mein Bruder, der ärgert mich dann immer. Ach, mach dir keinen Gedanken. Mein Bruder hat das früher auch immer gemacht. Irgendwann wird er damit aufhören. Vertrau mir da mal. Aber ich kann wirklich verstehen, wie du dich gerade fühlst. This is the captain speaking. Please get ready to land. Juhu, wir landen gleich. Ja, das habe ich sogar verstanden. Emma, wir landen gleich. Ja. Boah, es ist voll warm hier. Sind wir jetzt endlich da? Nein, noch nicht. Wir haben noch einen weiteren Flug. In der kleinen Maschine. Und dann sind wir im Hotel. Und da ist es dann wirklich warm.